Ah, was für ein unbesiegbares Monster, was schaffen wir jetzt? Man greift. Rosetta. Wo ist ihr Gesicht? Sie hat kein Gesicht. Es ist nicht mal eine Sie. Hä, wie ist Rosetta gekommen? Rosetta ist ein Alien. Was? Nein, doch. Was? Das heißt? Das heißt, dass sie ein Alien-Hirn genutzt haben, um die Geheimnisse der Alien-Maschine zu lüften. Ausgesprochen pfiffig. Mal sehen, was passiert, wenn wir sie aktivieren. Das könnte etwas bizarr werden. Daumen drücken. Ein Alien-Mikro. Ja, wohl. Was für ein Trip, ey. Das ist ja ein geiler Trip, den ich hier habe. Alter, wieder da hochfliegen. Verbindung unterbrochen. Nice. Alles klar, der Gegenmarker. Der Anti-Marker. Nein, wir haben alles falsch verstanden. Das ist nicht die Heimatwelt der Marker. Die Aliens haben die Marker gefunden, wie wir, und es breitete sich aus. Es verzehrte sie, es zog ihre Körper in den Himmel, um die letzte Phase zu erreichen. Oh mein Gott, Der Mond ist die Quelle des Markersignals, nicht die Maschine. Der Mond ist Konvergenz. Die Aliens, sie bauten die Maschine, um den Planeten einzufrieren, den Mond abzuhalten, vollkommen zu werden. Wenn die Maschine abgeschaltet wird, taut alles auf und die Konvergenz geht weiter. Nicht nur hier, sondern überall. Wo die Marker sich ausgebreitet haben. Und das ist... Das ist der Schlüssel, um alles abzuschalten. Danke, dass Sie die Drecksarbeit erledigt haben. Nein, er wird die Marker auf der Erde anpeilen und uns jagen. Sie verstehen nicht, was Sie da tun. Oh, zuerst habe ich es missverstanden, das stimmt. Aber jetzt ist mir alles klar. Es war nicht nur das Eingreifen der Menschheit, das unsere ruhmreiche Wiedergeburt verhindert hat, sondern auch diese Alien-Maschine. Bleiben Sie von der Maschine weg, Danny. Nein. Und da ich das hier jetzt habe, kann ich sie abschalten. Die Einheimischen dieses Planeten zogen den Tod der Evolution vor. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht den gleichen Fehler macht. Wir alle werden vollkommen sein. Macht schon, tötet sie! Alle raus hier! Wir haben was gebraucht! Hey! Einsteck der Codex! Wie ist er so schnell hochgekommen? So ein Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! In der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem! Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nicht mehr raus! Da! Sie ist offen! Los, ich bin direkt hinter dir! Ah, heiß, ich bin tot. Wo soll ich denn da langlaufen? Herausrennen oder was? Wir müssen raus. Also einfach rausrennen, noch. Ist Chip hier drin? Mein Bastard! Der hat die Tür zugesperrt! Achso, okay, ich bin nochmal tot. Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nie mehr raus! Da! Sie ist offen! Los, ich bin direkt hinter dir! Hier ist jetzt der Qualm bei mir, ich komme hier nicht durch. Ja, ich komme hier nicht durch. Bei mir war auch kein Qualm gewesen. Bei mir ist Qualm die ganze Zeit dort.
deswegen auch im letzten Mal, wir konnten nicht mehr durchlaufen, deswegen, weil der ganze Qualm da war. Jetzt ist da kein Qualm. Achso. Ah, okay, wenn du da vorbeiläufst, dann ist Qualm dort. Ich verstehe. Tschüss, Ali. Auf Wiedersehen. Fehlfunktion der Tür. Ah, wir müssen diese Tür schließen. Ali, komm schon! Ali! Das geht nicht! Das bewegt sich zu schnell! Isaac, tu's bitte! Tu's einfach! Isaac! Nein, ich drück dich eh. Ich liebe dich. Hast du jetzt R gedrückt? Isaac! Hey. Ich hab nichts gedrückt. Ich hab auch nichts gedrückt. Nein. Es strömt weiter Gas aus. Wir müssen weg. Jetzt! Ich habe nur sie. Das war ihre Mission. Sie wusste besser als jeder andere, wie wichtig das war. Und jetzt müssen wir es beenden. Ein Stück für sie. Kopf guckt aus meinem Verstanden. Anzug aus. Verstanden! Ja. Dann los jetzt! Isaac, jetzt! Isaac! Alter, wie ich bin. Voll rein teleportiert. Alter, voll. Das war ein Sprung, den er gemacht hat. Ich hab sie zurückgelassen. Isaac! Hey! Reißen Sie sich zusammen! Mann, machen Sie jetzt bloß nicht schlapp! Danik ist unterwegs zu der Maschine. Er darf sie nicht abschalten. Dann sorgen wir dafür, dass er nie dort ankommt. Verstanden? Okay. Schlagen. Bitte nicht schlagen, ja, bitte nicht schlagen. Wie finden wir ihn? Der Eingang könnte überall sein. Santos, Sie sagte, die Maschine sei direkt unter dieser Einrichtung. Wir polen unsere Ordnung. Alter, jetzt geht's Dinger hier auf. Dann kommen wir zu Danik. Du bist zu fett, ich bin nicht mehr weggekommen. Das ist Raketenwerfer. Alles klar, ey. Er ist in den Konik her. Halt die Stellung. Wir werden wiedergeboren. Da ist er. Feuer. Der Sloat und der Necromorph fällt mir. Da müssen wir hoch. Hier liegt ein Stuff, ich bin so. Ich weiß nicht. Ja, kann mir keinen Namen geben. Ich glaube, jetzt weniger ist. Keine helfende Hand, ey. Ellie,
Woher wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert? Hast du rausgefunden, wie man aus all dem einen Codex hast du durfte, Quack? Ja, vermutlich haben sie mal eine komische forensische Neurologie eingesetzt, die einen in dem Codex gespeicherten Datenstrom produziert. Au, 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 au! Was rennst du weiter, ey? Badam, badam. Boah, Munition, das ist wichtig langsam. Dann ganz schön viele Fernseher, die da laufen. Men are not punished for their sins, but they sin. Ich kenne die Leichen. Ich hasse die Stelle am meisten. Weiter mir. Ah, oh, fuck. Ja, Herr Gott, ich helfe dir. Ein Glück haben wir hier Sachen zum Sammeln, ey. Bei dieser wichtigen Sache so, oh komm hier erstmal, Robobert. Hol uns Stuff. Droppt ihn, was? Alles klar. One hit bin ich. Sie müssen mir helfen. Schnell die Speedies kommen dort. Rechts. Alter, der geht mir auf den Keks da oben. Keine Ahnung. Der ist tot, der oben, erstmal. Ich hab mich abgeballert, als du dann da unten lagst, deswegen hab ich echt auf der Stasi-Bar sitzt. Weil die ganze Zeit auf dich gezielt. Es ist geil, dass ich halt mit meinem Inventar noch 17 Clips habe, ein Feuerlasur und 5 Stasi-Packs habe. Mehr habe ich nicht mehr. Ich habe auch 5 Stasi-Packs, ich habe 4 dieser Energie-Dinger da und diesen Feuerdings.
Aber ich habe noch so viel in der Bench drin. Die letzten beiden sind hinter einer Ecke. Ohne Bank und jetzt dringend. Ich würde gerne meiner Hälfte nach Hand. Munition. Wenn ich jetzt klein. Jetzt ist meine Hand wieder weg. Unter der Erde. Wir sind zu spät. Nein! Verdammt! Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Dieser Schacht muss kilometertief sein. Die Kabelspulen. Das ist unser Weg nach unten. Sie haben wohl den Verstand verloren. Wir verlieren alles, wenn wir uns nicht bewegen. Los! Ja, wir nehmen erstmal schön die Bank hier. Sachen mitnehmen. Die mittleren, also alle kleinen, alle mittleren nehme ich jetzt mit. Und alles eingelagerte Munition. Ich baste jetzt ganz viel Munition nach. Ich brauche halt fast all meine Dinge. 1600 ist verbraucht. Ah, noch ein bisschen. Na ja, komm, noch ein bisschen. 2500 habe ich noch übrig. Was sehe ich mir noch? Na, ich nehme noch so einen Stahlwolfram. So, safe. So viel Munition brauche ich jetzt nicht. Der kann da rein. Gut. Ein Stahlmodul nehme ich mit. In der Packung. Jetzt. So. Ich weiß, ob ich jetzt 407 mit dem Plasma hatte. 1203. Okay. Können wir hier Peng finden irgendwo? Keine Ahnung, wo Peng sein sollte. Eigentlich haben wir hier unser Dingens. Ich will hier irgendwas Peng bringen, Markt am Ende. Sie wissen schon, dass sie irre sind, oder? Kommen Sie! Ja, Sie wissen es. Ja. Gucken wir, ob man es gerade hat. Warte lieber. Ich merke gerade, ich habe kein Leim mehr Leben mehr. Ja, wenn wir stehen bleiben, wird er auch stehen bleiben, aber ich werde da stehen. Fisch zu mir runter. Ladung wird kalibriert. Bitte warten. Das Kort wird in Kürze fortgesetzt. Alle zurücktreten. Tätigkeiten werden wieder aufgenommen. Hä? Tot. Hä? Die haben gewonnen. Full life. Ich glaub, du auch. Als ob. Oh, bitte, jetzt sag mir nicht, wie soll ich das nochmal neu machen? Hey.
Wir haben schon alles überlebt. Haben wir? Ja, haben wir. Also ich hab zumindest das getan, ja. Komplett normal. Jetzt überlebt der Junge mit dem. Sie wissen schon, dass sie irre sind, oder? Kommen Sie! Ja, Sie wissen. Ui. 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 Mann, ich will F drücken und nicht ziehen. Alter, wenn ihr die beiden fetten Steine einfach bewegt. Okay. Runter mit euch. Ich komm nicht mehr runter von der Wand. Ja, denn wer die tote Leiche von seinem Kumpel mitschleift. Ist tot. Jetzt. Komm runter hier. Alter, ich hab voll aufgespackt. Und so nebenbei noch lesen kann, so ganz entspannt. Zieh irgendwo Peng! Nix Peng. Schade. Peng. Fortschritt, gespeichert. Wenn sie sterben, hilft das niemandem weiter. Mit einer Sache hatte Norton recht. Es gibt kein Zurück. Und wenn ich auf diesem Eisball krepiere, dann nehme ich Danik mit. Okay. Aktionsprobleme. Hast du das gerade gesehen? Der eine von den scheißen Marines ist gerade von der Welt unterfallen. Nee, leider nicht, ich hab nur kurz seinen Strahl gesehen, ich hab so, wo ist da einer? Und dann. Der ist immer runter, rutscht er runter von der Welt. Leider hab ich's nicht gesehen, leider. Ganz weit da unten. Kann auch eine Lampe sein, aber da unten leuchtet was. Sie kommen runter. Aufzugteam. Seht ihr sie? Ja, an der Wand. Irgendwie auf den Keks da unten. Oh, einer. Ist tot.
Oh, vor uns. Autsch. Ui. So weit hochziehen kann ich nicht. Wenn ich hier oben an der Wand hänge. Das ist ein Ego-Shooter draus geworden. Du kannst ja auch vollen Zoom haben, du kannst es ja auch machen. Peng? Peng? Peng, peng? Peng, 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 peng. Sicherheitsschutz. Blub, 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 blub. Inventar voll? Der ist voll. Okay. Oh ja, endlich wieder nochmal so ein Ding ins noch kurz zum Abschluss, wenn hier alles mega hype ist. System geknackt. Na denn. Peng! Da ist eine Bank. Da ist eine Anzugstation. Da ist eine Aufzeichnung. Abschalten. Wir dachten, das wäre die Antwort, aber wir wurden getäuscht. Der Mond ist die Quelle des Signals. Es war Wahnsinn. Mach uns vollkommen. Abschalten. Das sind keine Hilferufe, sondern Befehle. Und wir waren dumm genug, die zu befolgen. Ihr wart dumm genug, sie zu folgen. Sind wir genauso hässlich wie du. Mit den Mini-Augen. Vera, Scarf, Scarf-Rahmen, Schaden. Aber er hat einen neuen Anzug gekriegt, oder was? Ja. Du willst jetzt den Anzug, den ich gerade hatte. Archäologe. Elite-Anzug. Die anderen Augen haben mich so ein bisschen die Lobotimiten erinnert. Du bist offline gegangen. Man Fallout. Face, ich bin offline gegangen. Ich bin da noch hin. Dann war bei offline, bist du gerade gegangen. Warum das? Na, jetzt bist du wieder online. Bist du mir rausgetappt, wieder reingetappt. Jetzt habe ich hier Sam Fisher Augen, ja? Jetzt habe ich hier den Nachtsichtgerät an, ja? Ich habe zu viele Medikits mitgenommen. Ja, ist okay. Ich bin happy mit meinem Loadout. Zu dieser Werkbank. Oh, ich stecke jetzt fest hier. Geil. Ich komme aus der Ecke nicht mehr raus. Eis. Nicht drehen. Nö. Du bist zu fett. Ah, jetzt komme ich raus kurz. Ich mag den Elitenanzug von ihm nicht. Peng? Platina. Zwei Schaden plus einen Clip.
Stimmt ja, ich wollte was ändern, aber ich habe vergessen, die Bola zu ändern. Ach, Mann. Oh oh. Maybe es schreien so ein paar Viecher rum. Und da hinten kommen sie gerade. Dann möchte ich zu dir. Was denn da hinten? Springt da hinten die ganze Zeit? Ist ein panischer Junge. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Der hat eine sexuelle Beziehung mit einer Laterne. Toll, anschießen und dann nicht mehr töten, ey. Ich wollte ihn befreien nur. Ja, der Nick ist ja nah, hm? Ah, ich kann hier meine Maus nicht unterdrehen. Alles klar, weil irgendwie ist Maus. Alles klar. Peng? Muss doch am Ende vom Spiel sein. Kein Peng. Sag ich jetzt so. Gehalten. Hey, ich tue die ganze Zeit der Ruf die ganze Zeit halten und du kommst jetzt an. Tessie, ich komm jetzt an, ja? Baby dort. Alles klar, explodieren einfach. Platsch. Und. Ah ja. Da hat der Boden mich gerade fast gekillt. Der hat mich gerade in drei Babys reingeschoben. Diese Erdrutsche. Der denkt sich jetzt bestimmt so: Yo, die muss ich haben. Sinnlos. Der ist tot. Der hat bestimmt Peng gehabt. Nein. Ja, der hat bestimmt mittlere Medikit gehabt. Oh, scheiße.
Oder lebt noch? Er lebt, wollte ich gerade sagen, er lebt noch. Der ist tot. Nee, oder? Jetzt war für Super Mario aufgesprungen. Ich bin zu fett, ich hab ihn getötet. Peng? Sperrgewehr. Alle Pläne entdeckt. Der Bauer Platin-Set an der Bank verfügbar. Okay, danke schön. Ah, hier kann man es hinsetzen. Genau hier in der Ecke. Ist hier Peng? Wertes Spiel? Hast du uns nicht was vergessen zu geben? Wow, ein anders aussehender, um die Ecke gehender Loading Screen. Also, nein, nein, ich wollte nicht drauf drücken. Nein, ich wollte F drücken. Aber da oben war was. Noch einer. Und ich gesagt so, jetzt habe ich diesen Gegner-Typ hier eingefügt, jetzt müsst ihr damit auch leben. Babykörper. Oh, jetzt bunt. Okay. Ich bin da einfach. Ich bin einfach runtergefallen. Den ich neben mir. Und ich gehe jetzt besser als dir, ja. Ja. Die Nico muss nicht. Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Macht einen Weg frei für die Landungsschiffe. Eine seltsame Stadt. Alien-Ruinen. Verdammt! Es wäre besser, wir finden ihn, bevor die Verstärkung kommt. Los! Alien-Artefakt. Persönliche Aufzeichnung Dr. Earl Serrano. Dadurch, dass wir das Camp am Rande der Grabungsstätte errichteten, kann ich die Ausgrabungen noch direkter als zuvor überwachen. Täglich werde ich Zeuge neuer Entdeckungen, die noch nie ein menschliches Wesen gesehen hat. Erst gestern brachen wir durch die Wand eines gigantischen Höhlenraums, der von einem unheimlichen grünen Licht erfüllt war. Ganz plötzlich bildeten sich Dunstschwaden, als die beiden Atmosphären zum ersten Mal seit Äonen aufeinander trafen. Die Grabungsteams wurden mit Kameras reingeschickt, um meine Augen und Ohren zu sein. Ich
konnte meine Aufregung kaum verbergen, als ich die ersten Bilder sah, die zwar sehr körnig waren, aber trotzdem eine gigantische Stadt mit fantastischen architektonischen Gebäuden und Statuen zeigten, die noch aus dem Dunst aufragten. Wie ist hier Peng? Haben die Aliens Peng? Weil ihr weißt doch, alle lieben Peng. Der Bauer Platinen Set freigeschaltet, rufe das Menü Waffen Upgrades auf, um diese Upgrade Platine zu verwenden. Okay. Das wird nicht wirklich gut. Das von meinen Verhältnissen brauche ich die nicht eigentlich. Plus 3 Feuerrate plus 2 Schaden. Plus 3 Clip plus 2 Feuerrate. Holy shit. Ist der richtig stark. Plus 3 in 8 Land, plus 3 Clip. Komm. Nachladen. Schaden und Feuerrate. Ja. Wie ich gelernt habe, Clipgröße hilft bei dir gar nichts. Gar nichts, okay. Jetzt. 5. Schuss an das Verkaufen. 25 im Fußgewehr. Munitionstechnisch steht es okay, aber Leben bin ich viel zu voll. Den
10 Stutz frei. Das reicht. Na denn. Die hier am Stöhnen sind. Was haben wir denn hier? Munition. Das ist ein Tesla. Medikit. Textlock. Gravel. Scarf. Scarf. IST 31024 CFX 090. Persönliches Logbuch. Dr. Serrano. Die Schädeldecke dieser Spezies enthält 6 Löcher, die jeweils zu einer Resonanzkammer führen, die unsere Nasenhöhlen ähnelt. Wenn Luft durch die Löcher gepustet wird, passiert sie eine phonische Membran, die dann vibriert und das Geräusch produziert. Durch das Öffnen und Schließen der verschiedenen Membranen entstehen Noten. Diese decken sich mit einer Schrift, die in vielen der von uns freigeschalteten Strukturen eingemeißelt ist. Es ist weniger eine geschriebene Sprache als mehr eine Ausspracheschlüssel. Es scheint in dieser Sprache 6 grundlegende Buchstaben oder Noten zu geben. Simpel. So viel steht fest, aber durch die Kombination der Töne werden neue Bedeutungen mitgeteilt. Es gibt daher einen Vermerk, wie lange jede Note gehalten werden muss. Es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, dass die Spezies eine Ausspracheanleitung für ihre eigene Sprache brauchte. Es scheint also realistisch, dass diese später vermerkt wurde, als ob sie wussten, dass sie nicht mehr lange zu leben hatten und demjenigen, der ihre Welt entdeckte, etwas sehr Wichtiges mitteilen wollte. Dieser Vermerk wurde uns hinterlassen, damit sie aus ihren Gräbern mit uns sprechen können. Gravel, Sand, Flor. Alles klar, Flur. Gestaltete Mond im Orbit. Er steuert die Marker. Er ist das Endstadium der Kreaturen. Oder könnte es werden? Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festfuhr. Aber das reichte nicht. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Sie brauchen den Kodex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Na denn? Carver, haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Kodex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Öffnen. Zwei Striche mit dem Punkt nach links gedreht, der erste. Der zweite ist zwei breite Striche von oben und ein diagonaler Strich nach unten mit dem Punkt. Und der letzte ist so ein Pfeil nach rechts.
Kanten des ja. Feldes. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, das ist ein anderer Raum, aber wir laufen den Raum einfach andersrum. Baby? Da ist Loot. Mein Gott. Wo ist Peng? Hey, hier die Scheiße. Das muss das Zentrum sein. Und das muss die Maschine sein. Ja, dann mal an die Arbeit, was? Ja. An die Arbeit. An die Arbeit. Versprechen Sie mir bitte was. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja? Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Das Wort gut mit dem gut mit gut bezeichnet. Ja. Hey. Tut mir echt leid wegen Ellie. Mir auch. Carver sieht aus, wenn man immer heulen muss. Diesen großen Kuller Augen. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Komm, jetzt eine Profis, so, yo, Bruder. Jetzt fängt interessant. Hack rüber? Nein, hack nicht. Weil im Singleplayer. Passiert, dass das Cover hier rüber geht, die Brücke kaputt geht und dann bist du allein auf einmal. Danik, Sie müssen damit aufhören. Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danik, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, Schätze. Er ist lebendig, Danik. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen will? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik? Ich verstehe Sie besser, ja? Danik, hören Sie mich! Nee, nehmen. So. Was ist da? Da ist noch was zu tun. Bip. Ihr Roboterfreund, suche in diesen alten Gemäuer. 5, 4, 3, 2, 1. Alles klar. Hey, da kannst du einen Roboter setzen. Los. Arschdruide. Bap. Die haben doch bestimmt Peng, ja. Wie er einfach durch den Stinkequallen da unten läuft. Kacke, ich krieg ihn nicht. Ich stehe genau vor dir, Junge. Tot.
Hier. Hier ist ein Artefakt, Mythology. Aber eine sammelt schon, weil... Ah, okay. Da steht er immer noch, ja. Hier so lange rumstehen, bis sie wirklich kommen. So, vorlesen. Unitology Artefakt 06. Ich kann es nicht anhören, kann es nicht lesen. Jetzt. Tägliche Gedanken, Jakob Danik. Wie jede gute spirituelle Reise hat auch diese Exkursion meinen Glauben permanent in Frage gestellt und meine Entschlossenheit auf die Probe gestellt. Aber durch sorgfältige Beobachtung der Fakten glaube ich nun zu wissen, was auf diesem Planeten wirklich passiert ist und warum unsere Rasse die Konvergenz nicht erfüllen könnte. Die Bewohner von Taumolantis haben, wie auch wir es getan haben, die Marker manipuliert. Und sind von Plan der Natur ausgewichen. Der relative Vollständigkeit des Bootes vom Orbit macht zu verurteilen, warum sie den erreichten sowie nahen immerwährenden Herrlichkeit zu greifen haben. Nun sehen wir uns ihre Prüfung gegenüber. Werden auch wir die ewige Herrlichkeit nicht erreichen, weil wir nur wenige Zentimeter vor der letzten Phase aufgehalten wurden. Werden auch wir den Angst unterliegen und den letzten Schritt nicht wagen? Glaube braucht Mut. Meine Freunde, lasst uns heute diejenigen sein, die die Furcht ablegen und die Zukunft annehmen, die die Marker uns versprachen. Jawohl, Marker!